Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Jungfrauen, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurer Monatslegung für den Oktober 2024. Für alle, die die Jungfrau als Standzeichen haben im Mond, Venus oder Aszendent. Die allgemeinen Infos zu meinen Legungen findet ihr unten in der Infobox. Wilma ist natürlich mit am Start und wir legen heute mit dem Krafttier-Orakel, dem Wait-Tarot, meinem Line-Art Lenormand und natürlich gibt's eine Faol-Rune für euch mit dazu. So, und schon geht's los und wir schauen mal, welche Energien für den Oktober sich im Bereich Liebe, Familie, Freundschaft, Verbundenheit, Beruf, Berufung und Seelenbotschaft für euch, liebe Jungfrauen, zeigen mögen. So, auf los geht's los. Ich lege zuerst alle Karten aus und dann gehe ich für euch in die Deutung und zeige euch die Karten auch natürlich immer in die Kamera. Welche Energie haben wir denn bei den Jungfrauen im Bereich Liebe, Familie, Freundschaft, Verbundenheit im Feld? Welche Energie? Die drei der Stäbe. Welche Energie haben wir im Bereich Beruf, Berufung für die Jungfrauen? Die acht der Stäbe. Okay, wir haben schon mal zwei Stabkarten. Scheint ein sehr feuriger Monat zu werden. Und was haben wir für eine Energie als Seelenbotschaft? Welche Karte zeigt sich da für die Jungfrauen? Der Mond und das Gericht. Okay, verdeckte Energie, der Ritter der Schwerter. Gut, weiter geht's mit dem Lenormand. Schauen wir mal, was das Lenormand zu den einzelnen Bereichen ergänzen mag. Was haben wir denn für den Bereich Liebe, Familie, Freundschaft, Verbundenheit vom Lenormand? Die Dame. Ihr wisst, wenn die Dame fällt, seid immer ihr als meine Zuschauer damit gemeint. Da haben sich noch die Routen umgedreht. Euer Gegenüber oder ein euch wichtiger Mensch wäre mit dem Herrn repräsentiert, aber auch hier Rollen können vertauscht sein. So, und wir haben das Schiff, den Ring und die Zeit. So, was haben wir für eine Energie im Bereich Beruf, Berufung für die Jungfrauen? Da haben wir die Störche. Das sind zu viele. Wir haben die Mäuse, die sich umgedreht haben und zeigen möchten. Wir haben das Buch. So, kleines Chaos auf dem Tisch hier. So, eine würde ich noch nehmen. Maximal zwei. Da ist die eine. Und der Klee. So, und was haben wir als spirituelle Seelenbotschaft für die Jungfrauen? Den Sarg. Die Wolken. Das Netz. So, eine hätte ich gern noch. Und die Lupe. Also das kann ich euch schon mal sagen, ihr seid voll im Flow, weil die Lupe ist bis jetzt bei, glaube ich, fast jeder Legung irgendwie mit rausgekommen. Es scheint für alle gerade wichtig zu sein, wirklich achtsam zu sein mit den Feinheiten. Gut, fangen wir an im Bereich Liebe, Familie, Freundschaft, Verbundenheit. Wir sehen die drei der Stäbe. Die drei der Stäbe ist die Energie des Wunsches nach einem Tapetenwechsel. Also es kann wirklich sein, dass du gerade mit Reiseplänen vielleicht befasst bist, dass du diesen Wunsch hast, Dinge vielleicht in deinem häuslichen Umfeld zu verändern, dass du vielleicht Kurztrips oder Events oder weiß ich nicht was planst. Die drei der Stäbe ruft dich auf, hey, da draußen gibt's noch was, was du erleben willst. Das ist so eine Energie von, ich möchte aus mir rausgehen, ich will was erleben. Man will Erinnerungen schaffen, vielleicht auch wirklich das häusliche Umfeld verändern mit den drei der Stäben. Also hier ist auf jeden Fall
Kreativität gefragt und das steht ja auch für die Energie von den Stäben, dass die Kreativität und Leidenschaft mit sich bringen. Und wir merken, dass du mit einer Art Durchfegen, Aufräumen befasst bist. Ja? Hier liegt die Dame mit den Ruten und die Ruten können für Diskussionen und Streitgespräche stehen. Das nehme ich jetzt aber in dieser Energie hier nicht so wahr, sondern es ist eher so, als ob du, liebe Jungfrau, so einen längeren inneren Hausputz vollzogen hättest, vielleicht auch in deinem kompletten privaten Umfeld so ein bisschen ausgemistet hast. Ja, und wir sehen jetzt, dass in dir Sehnsüchte nach wahrer Verbundenheit hochkommen mit dem Schiff, dem Ring und der Zeit. Also es ist wirklich so, wo du sagst, hey, ich will im Endeffekt, also mit dem Schiff ist vielleicht auch die Reisekarte hier gefallen, vielleicht planst du ja wirklich auch eine Schiffsreise, aber wir sehen hier, dass du wirklich eine Sehnsucht in dir trägst nach seelischer Verbundenheit auch, ja, mit dem Schiff und dem Ring. Also du willst hier, es ist für dich die Zeit kostbar, ja, und du willst deine Zeit auch verbindlich verbringen mit Menschen, mit denen du dich eben auch in einer gewissen Tiefe austauschen kannst, ja, wo es eben nicht nur um Smalltalk und Heiti-Teiti geht, sondern wo man wirklich auch tiefe Gespräche führt über Sehnsüchte, über Träume, über Wünsche, die man hat, ja, wo man eben dann auch eine neue Vision kreieren kann mit den drei der Stäben, wo es denn hingehen soll. Beruflich sehen wir mit den 8 der Stäben, dass das ein Monat ist, wo sehr viel los ist. Also viel Bewegung, viele Termine, viele Kontakte, viele Treffen, Begegnungen, Meetings, die hier auf dich einprasseln. Vielleicht ist es auch so, dass im beruflichen Umfeld einige Veränderungen anstehen, die jetzt eben mit vielen Gesprächen einhergehen, weil man natürlich mit diesen Veränderungen einfach ein bisschen natürlich mehr in den kommunikativen Austausch gehen sollte, damit eben hier die Dinge eben auch gut anlaufen können. Wir sehen, dass es beruflich mit den Störchen und den Mäusen, es kann wirklich sein, dass du vielleicht die Abteilung gewechselt hast, die Arbeit gewechselt hast. Ja, und wir sehen, dass du so ein bisschen mit den Störchen, dass dir vielleicht die Zusammenarbeit mit den alten Kollegen noch ein bisschen fehlt oder dass du hier noch ein bisschen Unsicherheiten trägst, ja, und vielleicht auch, dass es bei dir beruflich ein paar Veränderungen gab, also wenn du jetzt wirklich Abteilung gewechselt hast oder neue Vorgesetzte bekommen hast oder die komplette Firma gewechselt hast, ne, dass hier einfach so ein gewisses Vermissen da ist, dass du dir die gute alte Zusammenarbeit wieder herbei wünschst und das nagt anfangs so ein bisschen an dir, aber die Störche sind auch die Karte der Zusammenarbeit, ja, und der positiven Veränderung. Und wir sehen hier, unter diesen Störchen liegt das Buch. Ja, also, und dieses Buch ist ja geöffnet. Also, hier wird dir Wissen zuteil werden. Du wirst dich hier zurechtfinden, egal um welche berufliche Veränderung es da in deinem Feld geht. Hier wird sich dir das Wissen erschließen. Ja, wenn du natürlich die Abteilung gewechselt hast oder so, muss man sich ja auch erst ein bisschen einarbeiten und einfinden. Wie sind so die Abläufe in dem Bereich, wo man jetzt tätig ist? Und wir sehen, dass das mit dem Klee relativ schnell gehen wird. Der Klee ist eine schnelle Energie, der steht für 2 Wochen und 2 Tage. So, gleich geht's weiter in Teil 2.